Was dagegen, wenn wir mitspielen? Aber nein, was könnte dabei schon schiefgehen? Was läuft hier ab, Marvin? Operation? Haus, wer ist der Mann? Gute Frage. Wer sind Sie, Marvin? Er lernt gern durchs Zusehen und Nachahmen. Zehnerskalpell für die erste Inzision. Gut, dass du da bist, Haas. Gut bedeutet also, es ist Vorlesungszeit. Ja, allerdings. Lass dich nicht auf Machtspielchen ein. War's das schon? Ich denke, du kannst da schon etwas mehr in die Tiefe gehen. Ich meine, wieso ist das bei mir so eine Obsession? Du fühlst dich von Forman bedroht und willst Cuddy imponieren. Das einzig Relevante dabei ist, Forman ist ein guter Arzt. Er kann dir helfen, also nimm's leicht. Gute Idee. Ich lasse meine Post sortieren. Klar. Schön ablenken. Wer ist dieser Kerl? Ich glaube, wir haben es gerade erfahren. Hier geht es um Cuddy. Sie wollen das Alpha-Tier sein. Man kann sie ja schon riechen, die Pheromone. Oder etwa nicht? Ich mag ihn. Ich sagte doch, ich brauch sie nicht. Was ist hier los, Haus? Au! Ihr Blut verschlammt. Ohne Wärmetherapie werden sie sterben. Das hier kann man nicht simulieren. Machen Sie bitte eine Faust. Jetzt wird es ein wenig pieksen. Wow, das war ein großer Pieks. Wenn's was bringt, können Sie von Glück reden, dass Sie mich haben. Meine Kollegen wollten Sie in ein heißes Wasserbad stecken. Genau, Baby, mein Blut ist echt cool. Das legen Sie mir in den Mund, nicht? Nein, das meine ich ehrlich. Ich habe immer recht. Muss er sein. Ich glaube nicht, dass ich immer Wenn recht... Wenn man nicht geliebt wird, muss man den Durchblick haben, sonst ist man nämlich nichts wert. Infektionserreger können sich tief unter der Haut verstecken. Und hiermit finden wir sie. Wer war diese Ärztin, die gerade hier war? Dr. Amber Volakis. Den Namen brauche ich nicht. Wie soll das heißen? Sie? Ich? Will? Sie? Keine Ahnung, was Sie wollen, ist mir auch ziemlich egal. Ich bin verheiratet. Das bin ich auch. Und selbst wenn ich's nicht wäre, ist sie mir ein bisschen zu aggressiv. Hey, Aggressivität ist nicht immer schlecht, Doc. Ja. Ja. Das war's. Alles in Ordnung? Aber klar, wir machen noch ein paar Tests und dann können Sie das Gel abwischen. Anhand Ihrer Rückenmarkflüssigkeit erfahren wir, wo Sie gelebt haben. Cool. Naja, nicht direkt. Es ist ein schwacher Ersatz für eine richtige Vorgeschichte. Ach, ist auch so cool. Ja, das ist es. Halten Sie so still wie möglich. Ignorieren Sie den Schmerz. Gib mir den Schmerz. Ich bin kein Masochist. Ich bin's auch nicht. Schon klar, ich habe nur auf Ihren Spruch geantwortet. Vergessen Sie's. Die Erfahrung reizt mich. Alles Neue finde ich interessant. Ja, ich mag's nicht. Ich stehe nicht nur auf Neues, ich will es haben. Und wenn's nicht da ist, dann schaffe ich's. Ehrlich, das finde ich langweilig. Es gibt 300 Millionen Menschen in diesem Wahnsinnsland. Wenn ich immer nur das tue, was jeder Mensch tut, wer bin ich dann? Verstehen Sie, was ich meine? Ich wäre dann gleich fertig. Ich stehe echt auf Whirlpools. Sie kribbeln so schön. Wenn wir hier Fieber hochhalten können, kriegen wir sie wieder raus aus dem roten Bereich. Alles klar? Erstaunlicherweise ja. Ich fühle mich echt gut. Eigentlich bewirkt Fieber sonst was anderes. Nichts läuft hier so, wie es normalerweise laufen sollte. Allerdings. Sie verpassen mir Fieber. Soviel ich weiß, würde das kein Arzt tun. Es war nötig, damit ihr Blut fließt. Ja. Es war nötig. Und das war das Einzige, was zählt.
Ist das nicht echt irre? Das macht Sie fröhlich? Ich bin immer fröhlich. Oh. Hey. Hey, hören Sie mich? Ich brauche hier sofort Hilfe. Kammerflimmern, wir müssen ihn schocken. Raus aus dem Wasser. Wie lange ist er schon weg? Nur ein paar Sekunden. Er ist trocken genug. Noch nicht. Dann beeilt euch. Er kriegt einen Hirnschaden, wenn wir noch länger warten. Es gibt einen Kurzschluss. Er ist trocken genug. Weg. Es hat funktioniert. Wenigstens bei einem. So schön rosa, farbig und groß. Gute Probe. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Alles wird gut. Nein. Nein, wird es nicht. Oh Mann, mich interessiert nicht, was er macht. Mich interessiert, was das Mädel macht. Also werden Sie jetzt da reingehen und mir sagen, was da abgeht. Soll ich etwa 13 imitieren, wenn ich da drin bin? Also wie ich das sehe, sind Sie ein dominanter Mann. Aber wer weiß. Ich werde also vor ihr gefeuert. Ja, Sie werden sofort gefeuert, wenn Sie nicht gleich da reingehen. Mein Name ist Robert Elliot. Ich komme aus Hamilton, Ohio. Da komme ich auch her. Was tun Sie so? Alles Mögliche. Ich ebenso. Was machen Sie in New Jersey? Arbeiten oder Ferien? Arbeiten. Und wo arbeiten Sie? Ich möchte schlafen. Ich gehe oft essen. In eine Menge Restaurants. Im Naughty Pine. Im Richie's. Da war ich auch schon. Die sind gut, hä? Sie sind praktisch. Wofür? Wenn man unterwegs ist. Sind Sie viel auf Reisen? Nicht mehr als Sie, nehme ich an. Schon benutzt das Zeug? Ich benutze es seit vielen Jahren. Ich benutze es seit vielen Jahren. Ja, das sagte ich gerade. Das Coole an dem Zeug ist, man kann es für alles Mögliche gebrauchen. Für raue Haut, für Kratzer und Schweinkram. Wieso tun Sie das? Weil es nicht nach Jauche riecht. Heißt das, dass Sie den Geruch mögen? Nicht wirklich. Es riecht nur nicht nach Jauche. Aber was anderes riecht immer nach Jauche? Ja.